Es ist etwas dunkel hier drin, muss ich sagen. So, hier in der Ecke. Oh, ich habe ja noch die anderen Fackeln. Das ist gut. Weil die sind nämlich besser. Na, Blödsinn. Es ist aber ein bisschen zu hell. Was ist, wenn ich die hier hinmache und die da abziehe? Ja, das ist besser. So, Mitte. Mitte ist gut. Hallo. Ich möchte hier runter. Danke. Oh Mann. So, Jungs und Mädels. Was denn hier so? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, der Washer ist damaged. Das kriegen wir hin. Alles wird gut. Ach, Hunger haben sie auch alles, klar. So, ihm geht's gut. Auch gut. Auch. Ihn natürlich nicht. So. So. Gut, dann geht's los. Umbau. Also beziehungsweise. Das kann weg. Hier wird niemand mehr wohnen. Lagererweiterung und Lager, ja, ich... Ich bin noch ein bisschen unsicher, inwieweit... das Lager anders werden soll. Vielleicht fange ich auch einfach hier vorne oder hiermit an. Das Ding ist nur, dass ich dazu hier die komplette Fläche nutzen will und da muss ich hier alles zubauen. Und ich weiß nicht, ob ich noch genug Erde und Gras habe. Ich nehme mal noch was mit. Besser ist das. So. Und zwar einmal die komplette Fläche, wirklich. Nehmen wir hier drin mit an. Dass das alles Feld wird. Also das soll alles Feld werden. Und... Die Höhle wurde natürlich auch sehr viel genutzt von den Tieren. Die haben das dankend angenommen, dass ich sowas gebaut habe. So. Ich weiß halt nicht... Doch, eigentlich auch mindestens diese Breite. Aber ich muss auch einen Weg durchmachen. Aber erstmal muss ich das halt so machen. Ich mag irgendwie das Muster von der Erde, von oben, oder generell, das sieht irgendwie cool aus, ich weiß auch nicht.
Ja, das ist ja jetzt doof. Ah, nee, doch nicht. Das ist doch nicht doof, das war so gewollt. Ich dachte gerade, ich hätte auf die Schicht, auf die Erde, auf die Grassäulerde gemacht. Das wäre ein bisschen doof. So, Gras. Gras hier oben drauf. Wo der Weg lang soll, das gucke ich gleich nochmal. Ich glaube, dann mache ich da auch den Zaun weg und eine Treppe dann runter vom Weg. Das ist dann, denke ich, einfacher, schöner, den Zaun da zu lassen. Der Zaun ist eh hässlich, weil, ich weiß, mich stört das irgendwie, dass die Abbildung vom Zaun anders aussieht als der Zaun dann wirklich. Ich weiß nicht, irgendwie stört mich das. Es nervt mich irgendwie. Weil würde der Zaun so aussehen wie auf der Abbildung, wäre er einfach noch... Also dann wäre er wirklich schön. So finde ich den Zaun eigentlich relativ hässlich. Aber gut. Ist halt so. Kann ich ja nichts dran ändern. Ich mache hier, glaube ich, mal überall. Ich mache mal hier so ein bisschen die Fläche. Ich begrade hier die gerade mal ein bisschen. Ein bisschen Terraforming. Dann sieht das, glaube ich, auch ein bisschen ordentlicher aus. Nein. Manchmal frage ich mich, warum ich so komisch baue. Ja. So, ich meine, ich weiß doch, wo dieser grüne, wo dieses grüne Viereck ist, warum ich es nicht hinkriege, nichts zu bauen, wenn das an einer Stelle ist, wo ich gar nicht will, dass es ist. Also. Ich glaube, das hat man nicht verstanden. Ich rede manchmal so komisch, dass es kein Mensch versteht. Es tut mir leid. Falls es euch so geht, ihr seid nicht die Einzigen, die sich manchmal denken, was will dieses Mädchen eigentlich von uns? So, ich glaube, das kann ich aber so lassen. So ein bisschen Klippe wäre halt schon nicht schlecht. Hier vielleicht nicht ganz so krass. So. Ja, das kommt weg. So.
dann kann ich hier den Zaun auch aufmachen. Ach, Mensch, wieder runter. Vielleicht kann ich das ja auch begradigen. Und hier könnte ich eigentlich auch eine Treppe machen. Es kommt jetzt, ich mache halt den Weg. Am besten von hier. Hier und hier. Kommt das da drüben mit hin? Das kommt so hin. Es schläft in meinem Beet. Es schläft in meinem Beet. Alles klar. So, dann mache ich hier die Doppelspur weg. Dann habe ich links noch Platz, damit das Beet nicht... Entweder ich mache auf die Seite noch ein Stück Beet oder halt nicht. Oh, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe hier wieder nichts gewonnen. Doch, doch schon. Geht. Es geht. Ich könnte natürlich auch einen Bogen machen. Hier. Hier. Hier ungefähr. Dass ich dann nach hier weiterbaue. Ich mache das mal gerade. Ich kann mich ja ausprobieren, ne? Mal gucken. Ist ja doof, dass ich das jetzt erst gebaut habe, aber das war ja absichtlich so. Dass ich halt nicht so viel Platz vom Beet verliere. Ja, hier kann ich dann weiterbauen, das ist dann egal. Ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn ich sage, ich vergrößere das Beet und dann baue ich da einen Weg durch, so das Huch. Ah ja, Mensch, was ist das denn? Gut, hier muss dann also... Ich denke, das, ja doch, das ist in Ordnung. Auch mal weg. Steinweg, habe ich den denn noch? Ich würde den nämlich so ganz normal benutzen, ganz gerne. Oh ja, eins habe ich noch. Und da auch noch welche. Ist halt alles relativ gut verteilt, ne? So, das kann weg. Das. So, 30, ich glaube, das wird eng. Nee, 30 sind zu wenig. Oder? Ja. Ja. So. Wo sind die denn? Hier. Stone und Stonewood. Stone. So, gucken. Hier, das gefällt mir auch noch nicht ganz so. So finde ich es, glaube ich, besser. Das hier ist irgendwie auch falsch. Oder jetzt habe ich einen Zweier und dann... Naja, doch, geht. Hier wäre irgendwie auch cool. Ich muss mal gucken, ob ich hier auch Blumen hinmache. Wäre ja irgendwie schon cool. Dann hätte ich da den Weg so und dann hier noch. Achso,
War's schon. So. Und hier hoch muss eine Treppe. Eine Steintreppe, denke ich, wäre, glaube ich, sinnvoll. Obwohl ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gibt es nicht auch eine Treppe, die so ist wie der Weg? Hier muss eine Steintreppe auf jeden Fall hin. Eine Treppe, die ist wie der Weg, wäre halt echt cool. Ach ja. So. Hier dann lang gehen und da oben. Ah, ich weiß nicht, eine Steintreppe wäre halt echt gut. Eigentlich. So. Doch, ich glaube, eine Steintreppe ist schon in Ordnung. Halt, vielleicht ist die zu, ja, zu dominant oder so. Es geht. Gut. Ich könnte auch so eine Hecke machen, das wäre auch cool. Muss mal gerade gucken. Wildwood. Ah, das sind einfach Wildwood Leaves. Das wäre auch cool. So parallel zu denen halt sowas. Ich guck mal, ob ich die vielleicht sogar noch hab. Ich glaube eher nicht, aber Crackwood? Nee, Wildwood habe ich keine. Schade. So. Stone Stairs. Stairs. Wo sind sie? Da. Oh, Stone Rod, Stone Slab, Melted Blacks. Stone Slab. Stone Rod. Melted Wax. Stone Rod ist ein bisschen knapp. Und vier Stück reichen. Vier Stück reichen nicht. Mach ich doch gerade mal. Komm zurück. Mach ich doch gerade nochmal ein bisschen Stone Rod. Bau die schon mal. So. Wildwood Leaves. Die muss ich dann mal suchen. Das hätte sogar gereicht. Kacke. Hier könnte ich halt auch so ein bisschen Hecke hinmachen vielleicht. Hecke. Das Ding hier muss auch mal weg. Stört mich ein bisschen. So. Also, Wildwood Leaves. Muss ich gleich mal gucken, wo man die findet. Und ich glaube, dann suchen wir die erstmal. So, hier wächst ja das Gras eigentlich von alleine drüber. Glaube ich. Ja, hier wächst es von allein drüber. Habe ich denn keine? Hab ich halt wirklich nicht mehr dabei. Wo ist denn der Weg? Was ist der Weg? Stone und Stone Rod. Alles klar. Zwei Wegplatten noch.
Zwei Wegplatten, die mache ich jetzt noch schnell. Machst du mal ein paar mehr. So, das kann weg und das kann weg und das kann weg. Schnell da hinsetzen. Halt, erstmal die Tür zu machen. Gras und hier so Hecke, quasi Erweiterung davon. Hier runter und bis hier zur Brücke. Oh, Entschuldigung, bis zur Brücke. Wäre, glaube ich, ganz gut. Denke ich. Mal gucken, wie es aussieht. Vielleicht sieht es ja in Ordnung aus.